Da sind wir wieder. Ich habe mit Thomas abgesprochen, dass ich einen 22-Minuten-Part mache. Sprich, die verlorene Zeit vom letzten Mal wieder reinhole. Und ich hoffe mal, dass die Probleme jetzt auch behoben sind, weil letztes Mal war echt unspielbar für mich. Und von daher, toi toi toi. Ich habe gerade schon gemerkt, vergiftet sind wir, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, was fehlt denn mit dem Carpador? Und zum Heilen aber auch nichts, also schicken wir mal lieber Taubsi nach vorne. So, ich weiß nicht, wo es lang geht, aber toi toi toi, dass ich den richtigen Weg finde. Und das war ein Fehler, dass ich Taubsi vorgeholt habe. Hätte ich auch selber dran denken können. Scheiße. Dann müssen wir schnell umdisponieren. Was nimmt wir denn? Bleibt denn nur in die Bier? Denn die Bier ist vergiftet. Egal, muss ich den so lange oben halten und heilen, wie es nur möglich ist. So, in die Bier steigt jetzt gleich ein Level. Hoffe ich doch zumindest. Dann fehlt ja auch nicht mehr viel bis zum Entwickeln. So, Onyx ist besiegt. Und Endivius ist Level 15. So, dann heile ich Endivius mal eben. Auch wenn es eigentlich reine Verschwendung ist, aber ohne Endivius bin ich hier, glaube ich, nicht so aufgeschmissen. So, einmal zurück, dann einmal wieder Pokémon tauschen. Und dann gucken wir mal lang, wo es weitergeht. Das ist schon mal ein richtiger Weg, das ist gut. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Sammelst du auch Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Na, und womit kommt er an? Mit einem kleinen Stein oder so machen. Dann ist er weit durchs Land gekommen. Was soll's? Oh, scheiße, das hat nicht gereicht. Aber zum Glück hat er noch keinen Konfusion scheinbar, sonst hätte er das nicht eingesetzt. So. So, vielleicht mal das auch besiegt. Vielleicht schaffe ich es ja noch, die wir in dieser Höhle zum Entwickeln zu bringen. So, gehen wir mal gucken. Hier ist nichts. Da ist ein Onyx. Und das nehmen wir auch noch mit. Jegliche Erfahrung gerade für Entwickler. Ich muss aber ehrlich sagen, gerade im Moment bin ich ein wenig aufgeschmissen, weil ich nicht genau weiß, wo wir lang müssen oder wo wir überhaupt hin müssen. Ich hoffe mal, ich finde den richtigen Weg. So, Zuwart. Da bleibt der Mann friedlich außer Tackle. Zum Glück nicht verwirrt. Ich glaube, das ist sehr effektiv. Nee, doch. Doch. Sehr effektiv. Aber ich hätte mit mehr Schaden gerechnet. So, das war's für Zuwart. Und dann die wir dafür schon wieder heilen. Also tue ich das auch mal eben schnell. Beutel, Trank einsetzen. So, und weiter geht's im Text. Egal, gehen wir rechts lang. Ein Sandan. Oh nee. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Nebulak zu fangen, werde ich das mal ausnutzen.
weil ich ganz gerne Alpalo im Team habe. Na? Na, noch nicht ganz. Ein Pokémon noch, dann reicht es. Ein Aufwecker. Den brauche ich wohl nicht in nächster Zeit. Schauen wir mal. Es regnet. Da ist Azalea City und hier sind Aprikokos und irgendeine Frau, glaube ich. Was ist denn hier? Werden wir gleich sehen. Vielleicht ist es sogar ein Trainer. Wer weiß das schon. So. Er hat es aus der Höhle geschafft. Uhu. Aber es ist kein Trainer, das ist ja schon mal schön. Aber das ist ein Trainer. Ein Wanderer. Ich habe den Tunnel durchquert, aber ich habe noch jede Menge Energie übrig. Und zwei Pokémon, die gleich platzen. Und im Gegenzug habe ich einen Divier gleich. Was sich entwickeln wird. Hoffe ich doch mal. So, Kleinstein ist besiegt. Wahrscheinlich haut er jetzt noch Onix raus oder noch ein zweites Kleinstein. So. Es regnet weiter. Was will er? Einsetzen. Macholo. Und da kann ich auch wechseln. Dann setze ich Arktos ein. Wenn doch nur zu schlau war. Aber ich habe im Kopf, dass Flugattacken effektiv waren, also hoffe ich, dass das auch so stimmt. Und es stimmt sogar. So, dann muss der Arktos jetzt nämlich auch noch ein Level geschafft haben. Ja. Das ist sehr schön. Divi entwickelt sich. Mann, wie ist nochmal die Entwicklung? Lorblatt? War das jetzt schon Lorblatt? Oh ja, Lorblatt, wie ich es geahnt habe. Ich bin übrigens Wanderer und gehe oft durch Berge und Höhen. Städten dagegen kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Du aber scheinst mir schon in vielen Städten Abenteuer erlebt zu haben. Wenn wir zwei Telefonnummern austauschen, können wir einander doch sicher jede Menge nützliche Infos geben. Was hältst du davon? Ach, gerne. Hauptsache, das Telefon klingelt nicht allzu oft. Ich will meine Ruhe. Ups. So. Gehen wir mal gucken. Azalea City. Was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Ha, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Der Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich einfach in Frieden. Rops. Ey, schlägt der andere Leute, Alter. Na egal, ich muss erstmal ins Pokémon Center nicht mit heilen. Da ist der Markt. Da ist das Center. So. Lorblatt übersteht die Vergiftung. Das Gift löst sich auf. Wie, das hört einfach auf? Und ich dachte, das geht auch drauf. So wie es früher in den Editionen war. Na egal. Schauen wir mal gleich auf den Computer, ob sich da noch was getan hat. Aber ich befürchte mal nicht.
Auf jemandes PC natürlich. Ups. Pokémon bewegen. Wir haben noch keine weiteren Pokémon. Da wäre ich aber enttäuscht von Alurus. So. Aber wenn er das nicht machen will, ich werde mich mal umschauen. Vielleicht finde ich ja noch was Sinnvolles. Haben wir denn noch eigentlich genug Pokebälle? Was mir gerade so einfällt, Alurus und ich haben noch nicht irgendwie ausgemacht, ob wir vielleicht kleine interne Challenges starten. Also. Da werde ich euch im nächsten Part nochmal Bescheid geben, ob sich vielleicht da was entwickelt oder entwickelt hat oder tun würde im Allgemeinen oder was auch immer. Weil ich meine, das wäre ganz lustig, glaube ich. Wohnt Survival alle KP. Anhebt alle Stade. Oha. Netzball. So, ich kaufe mal zwei Netzbälle. Und dann die Heilbälle kaufe ich auch nochmal. 4-5 Stück. Ja, das reicht dann auch. Sonst gibt es hier ja nichts, was mich interessieren könnte. Geh mal gucken, ob ich den unteren einschnacken kann. Ja, das kann ich auch. Oh, und der hat normale Bälle. Das ist schön. So, da kaufe ich auch nochmal 5 Stück von. Und von den Tränken kaufe ich auch nochmal. Nochmal 5. Dann haben wir erstmal genug Tränke. So, von den Sachen kann ich. Ja, da hole ich nochmal zweimal Schutz. Vielleicht können wir das ja nochmal gebrauchen. Und so, das reicht. Shopping-Tour schnell beendet. Und schauen wir mal, was es für wilde Pokémon hier gleich um die Ecke gibt. Und schauen wir mal, was Team Rocket hier zu tun hat. Zu suchen hat. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich stehe hier Wache, weil der Brunnen eine öffentliche Gefahr darstellt und jemand aus dem Brunnen versehentlich hineinfallen könnte. Jemand aus dem Dorf. Ach ja, bin ich nicht zu gutmütig? Nee. Ich weiß doch, was ihr vorhabt. So, gucken wir mal, was das für wilde Pokémon hier mal gibt. Oh, ein Hauptspross. Aber Hauptspross kann ich nicht gebrauchen. Also, machen wir Hauptspross erstmal fertig. Kommen wir mal weiter. Da setzt den These ein. Damit den Kampf doch nur unnötig in der Länge ziehen. Kommt Volltreffer, dann ist wenigstens Ruhe. Natürlich wieder nicht. Oh, Hauptspross kann Klatscher. So, das müsste jetzt reichen. Dann kann ich auch mein Pokémon gleich mal wechseln. König Arctos büschen Erfahrung noch, weil der müsste dann ja auch schon sich entwickeln im nächsten. Nee, im übernächsten Level erst. Da hab ich mich doch vertan. Und ich bin immer noch der Überzeugung, Waschbär wird ausgetauscht. Aber das mache ich dann auch, wenn es soweit ist. Radfratz. Oh, das ist nicht für mich. Was mache ich denn gegen Radfratz? Ich glaube, da bleibe ich noch hochzukeep und. Müsste dann auch noch zweimal erreichen. Und der Regen nervt. So. Nicht mal ein bisschen Erfahrung. Das ist ja schlimm. Ein Habitat. Warum verloren es nicht ein Habitat? Naja, ich werde es mir jetzt nicht fangen. Es ist ein bisschen sinnlos, mit zwei Vogelpokémon hier durch die Welt zu reisen. Hätte ich mal vorher einen Hut gefangen. So.
noch ein Ruckzuck-Hieb. Und das war's dann. Ich glaube, dann kümmern wir uns um die Story lieber. Hier gibt's scheinbar nichts Interessantes, Brauchbares, was ich ins Team holen könnte. Wieso hört der Regen auf, sobald ich Azalea City betrete? So. In dieser Stadt lebt ein Mann namens Kurt. Auf ihn ist immer Verlass. Er wird bestimmt etwas unternehmen. Dann gehen wir mal zu Kurt nach oben. Und der soll mal da mischen. Action machen. Wer bist du denn? Oh, Rares heißt du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser. Wenn nicht, ich werde es kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun, naja, genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmann im Brunnen die Ruten ab und verdient damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Halt durch, Fleckmann. Der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Und er fehlt doch sowieso total. Also rennt er hinterher. So. Schicken wir Taubsi vor oder tausche ich gegen... Ah, ich tausche gegen Shanky. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich im Fleckmon-Brunnen da ein paar Fleckmons treffen werde. Oh, du bist das Rares. Die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte geprellt. Tja, und jetzt sitze ich hier fest, verflixt. Wenn ich nur laufen könnte, würde ich diese Typen mit meinen Pokémon zu Kleinholz verarbeiten. Aber es nützt nichts, Rares. Du wirst ihnen an meiner Stelle zeigen müssen, wer ein wahrer Trainer ist. Ja, man kennt's doch nicht anders. Immer sind wir diejenigen, die hier was tun müssen. Verflixt! Ich habe oben Wache gehalten, da kam dieser halbwahnsinnige Opa. Urplötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich meinen Frust eben an dir ab. Böser Rocket. Ein Radplatz. So. Na, machen wir doch schon gleich. Der paralysiert sich ja schon selber, das ist ja gut. Boah, und ein Volltreffer? Ne, normaler Treffer, und das reicht schon. Meine Güte. Noch ein Radplatz. Ja. Dann wird ja auch ein normaler Treffer genügen. Hoffe ich doch nicht. So, Donnerschlag. Ja, das heißt sogar auch. Sehr schön, läuft ja sehr gut. Ah, heute ist nicht mein Tag. Wenn du gegen uns kämpfst, wird nie dein Tag sein. Das hat nichts mit heute zu tun. Und ein Zubat. Nach dem Zubat müssen wir eigentlich schon wieder Level haben. Sehr schön. Volltreffer. Und, reicht's fürs Level? Es reicht fürs Level. Shanky reicht Level 16. So. Gucken wir mal, was hier noch los ist. Wahrscheinlich wieder ein Zubat. Woher ich das nur wusste. So. Der Elektroschock sagt schon Donnerschock. Mann! Reicht auch.
So, ich habe einen super Tank gefunden. Wir sollen aufhören, den Fleckmann-Roten zu stehlen. Was sollen wir etwa einen Befehl von Lance, unserem Vorstand, ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Nichts leichteres als das, dass die denn auf ihren Chef nicht mehr haben, das ist schon beeindruckend. So, Schenk, zeig, was du kannst. Zweimal da mal schalten, die dann das ganze Team ist ausgelöscht. So, das war die Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Retter. Bedroher, oh Gott. Aber Donnerschock ist, glaube ich, Spezialangriff. Dementsprechend tut das jetzt nicht zur Sache, wenn jetzt Bedroher ist oder nicht. Bitte nicht vergiften. Bitte nicht vergiften. Sehr schön. So. Der Gute ist auch besiegt. Shanky hat einen Heilstack. Du vorlautes Balk. So, und mit diesem Kampf verabschiede ich mich. Ich lasse Aloris hier mal raus und er kann sich hier weiter austoben. Also, bis zum nächsten Mal.